Weber, Stellvertreterin der Botschafterin von Bulgarien. Lieber Herr Janssen, Honorarkonsul von den Niederlanden. Lieber Herr Büchel, bis vor kurzem Botschafter von Liechtenstein in Bern. Lieber Herr Kaiser, liebe Frau Ivanova von Art Echo, einer Organisation, die versucht, junge Künstler im Schwarzmeergebiet zu helfen, dass sie auch woanders bekannt werden. Lieber Künstler, Donche Donche, werte Gäste, es ist eine große Freude, heute diese Ausstellung zu eröffnen, die uns in einen Bereich führt, der zunächst erstaunt, aber doch sehr stark auch mit einem Landesmuseum verbunden ist und vor allem eben mit einem historischen Museum. Weil es geht ja hier, wie wir in der Überschrift sehen, um zwei Begriffe, Logos und Mythos. Und Logos ist ja ein griechisches Wort, das in sich sehr viel fasst. Es steht auch am Anfang im Testament, am Anfang war, und dann kommt eben Logos. Häufig wird es übersetzt mit Wort, aber es ist nicht nur Wort, sondern am Anfang war eben die Sprache, am Anfang war die Lehre, am Anfang war eben das Wort. Es ist ein sehr vielfältiger Begriff, den wir auch in vielen anderen Worten haben, wie Biologie zum Beispiel, Bios Logos, also die Lehre dann vom Leben. Ein ganz wichtiger Begriff, der darauf hinweist, und ich denke, das ist sehr schön, dass man das hier sieht, und es wird noch später mehr ausgeführt, dass der Künstler sich mit den Ursprüngen beschäftigt.